Hallo Leute und willkommen beim SparMag. Wir sitzen hier wieder bei unserem Studio in Bochum. Es ist mal wieder Zeit für den SparMag-Talk. Wie ihr sehen könnt, sind wir leider nur zu zweit. Eigentlich sind wir immer mindestens zu dritt beim SparMag-Talk. Es fehlt natürlich unser Technik-Faultier. Wieso fehlt das? Es ist außer Kraft gesetzt. Es ist im Urlaub, sagen wir so. Schon wieder im Urlaub? Es ist immer im Urlaub. Habe ich noch irgendwas in Erinnerung von vor ein paar Wochen? So, nee, das sei ihm natürlich vergönnt, aber nur so als Info an euch. Deshalb ist er leider nicht da bei unserer Vorweihnachtsausgabe, aber wir sollen ganz viele Grüße bestellen und beim nächsten Mal ist er natürlich wieder mit dabei. Dafür haben wir heute ganz, ganz viele Handys hier stehen. Wir haben einige Themen, dürfte ganz interessant werden. So, diese Vorweihnachtsausgabe, letzter SparMag-Talk in diesem Jahr. Bist du ready? Traurig bin ich, aber ich bin vollkommen bereit. Mensch, siehst du heute wieder schön aus, mein Danke, Mann. Mein Bestes. Wir fangen vielleicht mal an mit den neuen Lumias. Das haben wir euch letztes Mal schon versprochen. Da meinten wir so die Sachen, die Microsoft so vorgestellt hat. Wann war das? Irgendwie im Oktober, glaube ich, sogar noch, oder? Vor einem guten Monat, glaube ich. So ja. 3, 4 Wochen. Ja, genau. Auf jeden Fall kann man die Lumias jetzt mittlerweile kaufen. Stand heute, wenn wir das Ganze drehen, seit ein paar Tagen, seit Ende letzter Woche. Wir haben das Microsoft Lumia 950 und das Microsoft Lumia 950 XL. Glaube ich, sieht man ganz gut. Das eine ist halt etwas größer. Erzähl uns doch mal ein bisschen was zu den beiden, mein Lieber. Ja, erstmal finde ich beide Geräte endlich wieder unglaublich interessant. Also es gab im letzten halben Jahr irgendwie wenige Geräte, bei denen ich dachte, krass, die muss ich testen. Aber auf die Windows Phones habe ich richtig Bock irgendwie. Die laufen mit Windows 10 Mobile. Was mittlerweile tatsächlich immer besser wird und mir auch vom Aussehen mittlerweile ganz gut gefällt. Ansonsten sind die Specs relativ ähnlich. Beide haben ein 2160x1440p Display. Sie kommen mit AMOLED. Man kann die Rückseite austauschen. Was dieses Mal aber wegfällt, das sind diese typischen bunten Lumia-Farben. Diesmal würde es nur diese zwei Farben geben, schwarz und weiß. Allerdings wird man dann noch von einem Dritthersteller andere Sachen kaufen können, so Leder und sowas ganz Buntes. Die werden nicht ganz billig, aber sollen dafür auch sehr hochwertig sein. Dann natürlich ganz interessant die Kameras. Das ist ja immer so ein Lumia-Ding. Man nennt das Ganze wieder PureView, man arbeitet wieder mit Zeiss zusammen. Wir haben hier drei Blitze jeweils und zwar drei unterschiedlich farbene. 23 Megapixel, 20, 21? Ich meine, waren es nicht 20 oder 23? Ja, irgendwie so die Ecke auf jeden Fall. Wieder mit den bekannten Lumia-Features. PureView hast du ja schon erzählt und so weiter. Also die Kameras werden ganz sicher wieder ziemlich gut sein. Wir haben jetzt die Dinger heute erst ausgepackt. Wir haben uns die vor ein paar Tagen schon mal genauer angeschaut. Das waren allerdings noch nicht die finalen Smartphones. Die Lichtbedingungen waren jetzt nicht so toll. Aber ich habe gestern ein Video gesehen, das wurde in Deutschland gedreht. Ich glaube in Koblenz, ein Lowlight-Video so. Ja, und wenn das wirklich unbearbeitet war, dann können die Dinger einiges. Aber ich glaube, man kann davon ausgehen, wenn man ganz ehrlich, also ehemals Nokia, waren ja die ersten so, die mit dem, was war das, 808 PureView so genau gezeigt haben, was man überhaupt mit so einer Smartphone-Cam machen kann, auch mit dem Lumia 1020 und so weiter. Also ich glaube, bei der Kamera muss man sich hier am wenigsten Sorgen machen. Was mir eher nicht so gut gefällt, sage ich mal, ist die Verarbeitung, ja. Oder was heißt die Verarbeitung, die Haptik eher. Du meintest ja eben so hochwertiges Ledercover irgendwie, ja, die es noch gibt, so. Ist ja alles schön und gut so. Wir haben auch immer in den Monaten vorher so erzählt, in den Jahren vorher beim Lumia 1020 und so weiter, ja, Polycarbonat, Unibody, das fühlt sich jetzt nicht schlecht an, aber mittlerweile sind halt nochmal 2 Jahre vergangen. Wir hatten letztes Jahr das Lumia 930, wobei das schon länger als ein Jahr her ist. Da hatten wir einen Metallrahmen, deshalb verstehe ich nicht so ganz, wieso man den hier nicht wieder gemacht hat. Gut, man kann die Dinge jetzt öffnen, das ist sicherlich ein großer Vorteil für viele, hast du ja schon erzählt. Akku wechseln, man kann den Speicher erweitern natürlich und so weiter. Es gibt eine Dual-SIM-Version vom Lumia 950. So. Es ist auf jeden Fall cool, aber ich bin mal gespannt. So. Einige meiner Zuschauer meinten auch schon so, im Jahr 2015 fühlt sich das Ding im Vergleich zu einem Galaxy S6, von mir aus auch LG G4, HTC One M9 und so weiter, nicht hochwertig genug an. Vor allem, wenn man bedenkt, was die Dinger kosten. Ja, genau, das ist es nämlich. Wie ihr schon sagt, ich verstehe das auch nicht. Die Flaggschiffe waren ja eigentlich immer Unibuddies. Keine Ahnung, klar, Akku wechselbar, hast du jetzt gerade alles schon erzählt. Ist auch nicht schlecht, aber dann hätte man vielleicht die Rückseite wenigstens ein bisschen
man fühlt halt einfach, dass es Polycarbonat ist. Und zwar nicht, wie es bei den anderen Geräten war, sondern das ist... Das fühlt sich irgendwie anders an. Wobei man natürlich sagen muss, weil er eben meinte, Unibody ist das natürlich trotzdem, weil es ist ein Teil. Ja. Aber es ist jetzt nicht irgendwie billig oder irgend sowas, aber wenn ich mir jetzt mal überlege, das Ding 599, das 699, klar, die Preise werden sinken, aber das haut mich jetzt, was die Haptik angeht, bisher noch nicht um. Ich finde auch irgendwie komischerweise, ich habe vor ein paar Tagen das Review von The Verge gesehen, die ja so bekannt dafür sind, dass die ihr iPhone-Fans sind, sage ich jetzt mal so. Da sollte man immer nicht alles überbewerten, was die zu Microsoft erzählen und so weiter. Aber die meinten, das Display wäre a bit washed out, also etwas ausgewaschen, nicht so die Farben, nicht so kräftig. Und ich finde hier, also jetzt bei dem Lumia 59, wenn ich mir das so anschaue, für ein AMOLED-Display sind die Farben gar nicht mal wirklich nicht so knallig. Da meint man eher, also vielleicht meinten die das damit. Ich finde jetzt das Display nicht unbedingt schlecht, haut mich aber auch ehrlich gesagt nicht um. Da hätte ich mir ein bisschen mehr erhofft, muss ich sagen. Was meinst du? Schau gerade mal, ob man da nicht vielleicht habe ich gestern auch schon geschaut, aber ich habe nichts gefunden. Ich hatte auch irgendwas im Kopf vom Lumia 39, aber ich habe gestern nichts gefunden. So. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also ich glaube, ihr wisst es ja, ich bin ja schon was länger auf Samsung unterwegs und da hat es halt auch die AMOLEDs und da knallen die Farben halt richtig. Ist natürlich auch super AMOLED, aber stimmt schon, ja. Oh Gott! Oh. Nee, das stimmt, ja. Da habe ich noch gar nicht drauf geachtet, weil wir halt auch wirklich noch nicht so lange mit rumgespielt haben, aber da hat der gute Franz und da hat auch The Verge recht. Die Performance ist auch ziemlich gut bisher, so wie man das halt kennt von Windows Phone. Wir haben hier einmal den Snapdragon 808 und einmal den 810er, glaube ich, oder? Also hier beim 59 ist es der 808er und hier müsste es der 910er sein, sogar mit spezieller Kühlung, dass das Ding nicht überhitzt und so weiter. Das ist so das erste Smartphone mit dem Qualcomm Snapdragon 810, wo ich mir das tatsächlich vorstellen könnte, dass es nicht überhitzt. Ja. Weil schon alleine von Windows Phone, da könnte man jetzt auch einen Qualcomm Snapdragon 400 einbauen und das Ding hätte noch eine gute Performance, sage ich jetzt einfach mal. Kannst du schon ein bisschen was zu Windows Phone 10 erzählen? So, hast du dir das mal, was ist dein erster Eindruck so? Klar, dazu können wir jetzt noch am wenigsten erzählen, weil... Ja. Ich wollte nur gerade sagen, vielleicht ist eben genau diese Hitze auch ein Grund, dass man sich für so ein Cover und Material entschieden hat, weil das nicht ganz so sehr leitet wie Metall. Vielleicht hat man deshalb da ein bisschen dran gearbeitet, ich weiß nicht. Ich finde Windows 10 Mobile richtig, richtig hübsch. Also ich war ja bis Windows 8 kein großer Fan von, also Windows Phone 8 kein großer Fan davon. Mit 8.1 kamen dann so die ersten Features, wie zum Beispiel hier oben diese Leiste mit den Toggles und sowas. Dadurch wird es spannender und mittlerweile, finde ich, sieht das auch wirklich, wirklich gut aus. Die zweite Seite ist nochmal deutlich hübscher geworden. Da haben wir all unsere Apps und da haben wir oben extra unsere Leiste, um nach Apps suchen zu können. Und auch dieses, wenn man auf die Buchstaben klickt, die Übersicht, das ist alles ein bisschen hübscher geworden. Ich finde, das ist vom Aussehen her das modernste Betriebssystem, das schickste irgendwie. Und man kann natürlich unglaublich geil mit dem PC zusammenarbeiten. Es gibt dieses Continuum, das steckt man hier an, dann kann man quasi das Smartphone als PC benutzen. Das ist auf jeden Fall vielleicht noch ein ganz cooles Feature. Ich bin richtig, richtig gespannt auf das Ding, ich weiß nicht. Ich habe Bock, mich länger damit zu beschäftigen. Ja, diese Aussage, das ist das modernste oder am modernsten vom Design, das finde ich jetzt nicht. Ich finde immer noch, gut, ich bin auch nicht so der Windows-Fan, was den PC angeht. Ich schaue mir da, glaube ich, immer noch lieber Android Lollipop bzw. jetzt Marshmallow an. Aber gut, dass es moderner aussieht als iOS. Ich glaube, da sind wir uns alle einig so. Und sonst gibt es ja leider mittlerweile nicht mehr so viel. Aber ich bin auch gespannt, so, wobei ich schon genau wieder weiß, so in den nächsten Wochen, mir wird die YouTube-App fehlen, die offizielle, mir wird die YouTube Creator Studio-App fehlen. Sagt immer jeder so, es gibt gute Alternativen, das ist klar, aber sobald ihr mal damit irgendwie euren Kanal verwalten wollt oder so, das geht halt eben alles nicht. Klar, man kann Videos damit anschauen, so, aber das andere, also ging zumindest letztes Mal nicht, als ich Windows Phone hatte. Aber ansonsten bin ich auch schon ziemlich gespannt. Ich glaube, recht viel mehr müssen wir dazu gar nicht mehr erzählen. Nächstes Mal kommt dann vermutlich noch so ein Fazitvideo zu den Dingen, sage ich mal, auch mit dem Technik-Faultier, wenn der da ein bisschen was über die Dinge erzählen kann. Aber wir sind auf jeden Fall ziemlich gespannt. Was mir noch aufgefallen ist, hier bei mir der Power-Button, der wackelt irgendwie, finde ich, zu stark. Aber das ist beim Lumia 950 XL, da ist es nur die
der dedizierte Auslösebutton, wobei man das ja schon wieder loben muss, dass es überhaupt so einen dedizierten Auslöser gibt für die Kamera. Ja, das sind die neuen Lumias, das war so Thema 1. Wir waren, heute ist Mittwoch, wenn wir das Ganze drehen, wir waren am vergangenen Montag in München. Du wohnst ja eh in München, aber ich bin extra gekommen, weil LG hatte ein Event. Es sollte eigentlich um das LG Class, sagt jeder, wobei man eigentlich Class sagen muss, ein neues, ja, kann man sagen, Einsteiger- bis Mittelklasse-Smartphone, würde ich mal sagen so. Mit Metall, Unibody, Aluminium. Ist es Unibody? Auf jeden Fall Rückseite aus Aluminium. Ist sogar ein Unibody. Ja, wobei wir jetzt so unterbrechen. Ist ja egal. Es fühlt sich auf jeden Fall für so ein 249-Euro-Smartphone wirklich super an. Mehr kann ich dazu noch nicht sagen, weil ich bin gleich am nächsten Tag weiter hier nach Bochum. Aber was eigentlich interessanter war das LG V10. Da kam am Montagmorgen die Pressemitteilung, dass das Ding jetzt doch nach Deutschland kommt, nachdem es jetzt schon ein paar Wochen in den USA verfügbar ist. Und glücklicherweise hatte LG auch schon eigentlich zwei dabei. Eins davon war defekt. Also eins hatten wir zum Rumspielen. Wir konnten uns das schon mal anschauen. Deshalb meine Frage, was hältst du vom LG V10? Nachdem ich damit einen Tag rumgespielt habe, war es tatsächlich spannender als erwartet. Wir haben da ja im letzten Talk drüber gesprochen, glaube ich, oder in den Fragen, weil wir eine Frage bekommen haben, genau. Da hieß es noch, ja, wir wissen nicht, ob das herkommt, ist ein bisschen interessant. Jetzt ist ein Monat später, jetzt kommt das Ding tatsächlich zwischen Dezember und Januar, im Dezember kommt das. Ja, ist nicht schlecht. Also vielleicht nochmal so, um die wichtigsten Sachen zusammenzufassen. Es hat einen Militärstandard, das heißt, man darf das fallen lassen. Theoretisch, das heißt jetzt nicht, macht das unbedingt, wenn ihr das habt, aber es sollte, wenn es mal runterfällt, jetzt nicht unbedingt viel passieren. Dann haben wir natürlich ein zweites Display. Das ist oben so eine Spalte, das sind 1400 x 160 Pixel. 140. Ja, auf jeden Fall 2,1 Zoll Diagonale hat das. Ich habe damit rumgespielt, ich habe mir die Features mal angeschaut und ich finde das tatsächlich gar nicht so schlecht. Man hat zum Beispiel in der Kamera oben die Möglichkeit, zwischen den verschiedenen Modi zu wechseln, das heißt zwischen manuellem Video-Mode, den gibt es jetzt, Video-Mode, einem Snap-Mode und einem Simple- und einem normalen Foto-Mode. Dann kann man sich da Apps reinlegen, das heißt 5 favorisierte Apps, um schneller darauf zugreifen zu können. Dann kann man die 5 letzten Apps sehen, dann kann man da so einen schönen Spruch reinballern, wenn man das möchte. Man kann die Musik darüber steuern. Und das finde ich tatsächlich alles gar nicht so dumm. Das ersetzt die Benachrichtigungs-LED, also das Ding hat keine Benachrichtigungs-LED mehr, sondern eben nur diese Spalte da oben. Fand ich gar nicht so schlecht. Dann hat das vorne 2 Kameras, das fand ich jetzt nicht so spannend, weil ich jetzt auch nicht so der Selfie-Boy bin. Wirklich nicht. Das möchte man gar nicht meinen. Der macht den ganzen Tag Bilder, aber nicht von sich selbst. Das ist richtig, ja. Habe ich was vergessen? Kann das noch irgendwas Spannendes? QHD-Display hat es. Das sah auch ziemlich ordentlich aus. Die Rückseite ist halt so ein Shockproof-Ding. Das heißt, es hat kein Metall oder sowas, sondern es ist so ein Silikon oder irgendwie sowas gewesen. Da muss ich jetzt aber mal was sagen. So, ich fand ja das Ding, man hat schon zig Videos davon gesehen, ich fand, das sieht überhaupt nicht gut aus irgendwie. Also ja, genau, die Rückseite und allgemein finde ich so für, was ist die UVP 649? 649. Sieht es jetzt nicht besonders aus, sage ich mal. Und dann hatte ich das zum ersten Mal in der Hand. Man muss erst mal sagen, die Rückseite fühlt sich deutlich besser an, als sie aussieht, finde ich. Und wir haben da jetzt so einen Metallrahmen und der ist ziemlich massiv so. Also das Ding fühlt sich meiner Meinung nach deutlich besser an als zum Beispiel ein LG G4. Mhm. Also ich war da echt total positiv überrascht. Das ist so mein Highlight. Ich glaube, das Display, das zusätzliche Display, könnte was bringen, muss man sich genauer anschauen. So. Ja, genau. Was ich noch ganz cool fand, ist, wir haben wieder, ich glaube, es ist die gleiche Kamera wie beim LG G4, oder? Nur mit ein paar Zusatzfunktionen. Oder haben die da nochmal, ich weiß es nicht genau, ob nicht doch nochmal was verändert wurde bei der Kamera. Aber LG betont auf jeden Fall wieder, dass die Cam ganz gut sein soll. Und es gibt jetzt diesen manuellen Pro-Modus, mit dem man Bilder machen konnte beim G4, den gibt es jetzt auch für den Videomodus. Das heißt, ihr könnt da wirklich fast alles einstellen. Und das ist natürlich für uns interessant so, weil man ist vielleicht mal bei Events, man hat nur das Handy dabei und das ist sowas natürlich echt genial. Also der hat mir echt gut gefallen. So, ich konnte zwar nicht lange damit rumspielen, aber so, das fand ich auf jeden Fall ganz cool. Ja, man kann die Rückseite wieder abnehmen, man kann den Akku tauschen, man kann den Speicher erweitern, oder?
Ja, 2 Terabyte kann man da maximal noch draufknallen. Es gibt zwar keine Karten mit der Größe, aber das ist dann für die Zukunft quasi gesichert. Das ist vielleicht noch ganz spannend. Was mir aufgefallen ist, als ich das erste Mal in die Hand genommen habe, das ist gar nicht so leicht, das Ding. Das wiegt 192 Gramm, so viel wiegt auch das iPhone 6. Ja, das passt voll dazu, aber man merkt so, okay, man hat da was. Ja. Wie gesagt, das wiegt genauso viel wie das iPhone 6S Plus. Das BlackBerry Priv wiegt, glaube ich, auch 2 Gramm mehr, glaube ich. Oder irgendwie 6. so, ja. Auf jeden Fall noch unter 200. Genau. Aber das gibt dem Ganzen irgendwie was. Hochwertiges. Sagen wir hochwertig, glaube ich schon. Ja, man nimmt das in die Hand und man hat da auch was Festes drin. Also das ist ein schönes Gefühl, ja. Das war eigentlich auch schon genügend zum LG V10. Preis und so weiter haben wir euch schon erzählt, wann es erscheinen soll und so weiter. Das werden wir uns auch anschauen, auf jeden Fall, denke ich mal. Vorher hast du schon die perfekte Überleitung geliefert zum BlackBerry Priv. Das wurde nämlich mittlerweile auch endlich offiziell vorgestellt, nachdem es vorher schon zigmal geleakt wurde und was weiß ich nicht alles. Man wusste eigentlich schon fast alles, man wusste sogar schon, wie es aussieht. Aber es ist jetzt endlich das erste offizielle BlackBerry-Smartphone mit Android. Wir haben eine Tastatur, 5,4 Zoll AMOLED-Display, QHD 2560x1440. So wie bei den Galaxy Edges. Genau. Wir haben einen Qualcomm Snapdragon 810, meine ich, oder? Genau. Also auch ziemlich viel Hardware-Power. Alles, was man eigentlich benötigt, sage ich mal. 18 Megapixel Hauptkamera. Ja, es ist echt ein cooles Smartphone, so von den technischen Daten her. Was hältst du allgemein davon? Ich bin froh, dass BlackBerry wieder was raushaut, weil ich die Dinge eigentlich, also ich hatte nie eins wirklich, aber ich fand sie immer ganz interessant irgendwie. Das Besondere ist halt, dass man da nicht nur Android drauf hat, sondern man kann das Ding aufsliden und dann hat man weiterhin eine physische Tastatur. Da gibt es auch wieder diese Spielereien, dass man da nach oben und unten wischen kann, um zum Beispiel durch Webseiten zu scrollen. Wenn ihr über die Tastatur scrollt, das ist ganz cool. Ich hatte das Ding noch nicht in der Hand, ich will es aber unbedingt mal in die Finger bekommen, weil es natürlich insgesamt ziemlich interessant klingt. Also ist halt mal was anderes. Ich mag das Ding testen, relativ bald. Das ist auch schon wieder so ein toller Punkt, so von wegen testen, weil in den USA kann man das Ding mittlerweile kaufen. Also es wird zumindest teilweise ausgeliefert. Bei uns hieß es erst noch Ende November, mittlerweile haben wir Anfang Dezember und man kann das Ding noch immer nirgends kaufen so. BlackBerry hat ein paar Testgeräte anscheinend, aber wir haben leider noch keins und wir wissen auch nicht, es wird vermutlich noch irgendwann im Dezember kommen, so, aber Stand heute sieht es halt leider schlecht aus. Also wir hatten das Ding leider auch noch nicht in der Hand. Aber wie gesagt, ich bin auch ziemlich gespannt auf die Tastatur. Ich bin froh, dass man jetzt zu Android gegriffen hat, weil ich fand das BlackBerry OS jetzt nicht schlecht, aber ja, es hat einfach kein Betriebssystem da eine Chance momentan, nicht mal so wirklich Windows Phone, selbst da fehlen noch Apps, sage ich mal, so gegen Android und iOS so. Aber ja, wirklich ein interessantes Smartphone, deshalb wollten wir das auch nochmal kurz einwerfen so. Auf das sind wir auf jeden Fall noch sehr gespannt dieses Jahr. Letzter Punkt, sage ich jetzt einfach mal, das liegt auch noch hier, ihr seht hier auf ganz links die Verpackung. Das hier ist das Sony Xperia Z5 Premium oder Premium ist jetzt auch endlich verfügbar, nachdem man das Z5 und das Z5 Compact jetzt schon eine ganze Zeit lang kaufen kann. Das ist das Smartphone mit dem 4K-Display, sage ich jetzt einmal mal, was auf der IFA so einen kleinen Hype, würde ich fast sagen, hatte, oder? Wo jeder meinte, wow, das 4K-Display. Ich finde, schöner als das 4K-Display, diese schöne Farbe, seht ihr, es ist hier Gold, seht ihr, wie schön das Ganze glänzt. Auf der IFA hat immer jeder sich über diese Chromfarbe lustig gemacht, aber ja, dieses Gold, du, das hat schon auch was, oder? Ja, genau, dein Ding, das passt zu deiner Goldkette, die du heute nicht trägst. Also ja, ich wollte heute mal ganz dezent auftreten. Aber ja, wie gesagt, die Farbe kann man jetzt mögen und so weiter. Aber es ist zumindest mal was anderes. Das muss man Sony auf jeden Fall lassen. Und wir haben das jetzt auch endlich hier. Ich finde es von der Haptik wirklich interessant. Specs, glaube ich, muss man gar nicht mehr so viel erzählen. Wie gesagt, 5,5 Zoll sind das, glaube ich, oder? Mhm. Genau. Und wie gesagt, eben diese 3840x2160. Mhm. Ja, also es sind dann 810 ppi. Ja, oder so. Also auf jeden Fall jenseits von Gut und Böse. Aber man muss natürlich beachten, dass ihr das nicht immer habt natürlich, sondern Sony sagt auch nur bei Multimedia-Sachen, zum Beispiel wenn man ein Video anschaut, das es in 4K gibt oder Bilder natürlich, da macht es, finde ich, vor allem Sinn so, weil wir sind ja mittlerweile bei den Auflösungen jenseits von Gut und Böse. Wir haben auch wieder 20 Megapixel wie bei den anderen beiden, oder? Wie viele sind? 23 müssen sein. Wow, 23, also genügend Pixel für dieses Display auf jeden Fall, sage ich mal.
Und ja, wie gesagt, da macht das 4K-Display dann natürlich Sinn, wenn man entsprechenden Inhalt hat, aber zum Beispiel auf dem Homescreen. Klar, die Schrift wirkt etwas schärfer, aber ansonsten die ganzen Grafiken, Android allgemein, das gibt es natürlich alles noch nicht mal in 4K. Wird wahrscheinlich der Akku auch nicht lange mitmachen, sage ich jetzt einfach mal. Insofern ist das kein Marketing-Gag, aber ich sag mal, es ist eher so, ja, doch ein schöner Marketing-Begriff, nennen wir es ja, halt einfach voll, mal so. Du hast schon gestern ein bisschen länger damit rumgespielt. Was sagst du dazu? Ist ja schön, dass ich doch mal was erzählen darf. Da gibt man dem irgendwas Goldenes in die Hand und der hört einfach gar nicht mehr auf. Ich liebe die Farbe. Ja, zur Farbe. Ich finde ja diese Spiegelversion irgendwie ein bisschen spannender. Ich kann mit Gold nichts anfangen. Da fehlt einfach irgendwie das Dubai-Gen in mir. Ich fand die Spiegelversion viel spannender als das hier, nur um das nochmal zu sagen. Ja, was soll ich dazu erzählen? So viel gibt es da gar nicht. Das ist von der Ausstattung her ziemlich ähnlich wie die anderen, ja, wie der Rest der Z5-Reihe. Man muss natürlich erzählen, dass die Sony UI schon richtig, richtig flott ist. Also das Ding, das hat echt eine gute Performance. Das ist immer so ein ganz wichtiges Ding. Zum Display hast du, glaube ich, schon viel gesagt. Man braucht es nicht, es ist für Multimedia spannend und es ist natürlich ganz gut, dass das, ich sag mal, runtergerechnet wird, wenn man kein Multimedia hat, weil das einfach sonst Unmengen an Akku zieht. Deswegen ist das eigentlich gar nicht so dumm, dass das nur für Multimedia unterwegs ist. Die Kamera ist nicht so geil, wie ich es mir erhofft habe, ja, ist aber trotzdem gut. Aber eben, da haben wir ja, glaube ich, schon zum Beispiel im Vergleich Z5, Z5 Compact ein bisschen was zu gesagt. Und eigentlich hast du schon alles erzählt, was ich irgendwie sonst noch erzählen wollte. Also mir ist da jetzt gestern nichts großartig aufgefallen, was extrem positiv oder extrem negativ ist. Der Fingerabdruckreader funktioniert gut, aber ich finde die Position immer noch nicht ganz so spannend. Ich finde die Größe okay. Ja. Ich würde mich freuen, wenn es ein ordentliches neues Design mal langsam gäbe, jetzt abgesehen von der Farbe. Und ansonsten muss man das halt jetzt erstmal ein, zwei Wochen so im alltäglichen Nutzen haben, dass man da wirklich großartig was zu sagen kann. Also, wie weißt du die genaue Akkukapazität? Nein, aber vielleicht steht sie. Ich glaube 3400 irgendwas kann das sein. Auf jeden Fall deutlich mehr als die anderen beiden, als das Z5 Compact und das normale Z5, sage ich jetzt mal. Insofern bin ich schon gespannt, wie sich das Ding dann da im Mischbetrieb macht, sage ich mal so. Ja. Wenn man vielleicht jetzt nicht unbedingt viele 4K-Videos anschaut und so, könnte ich mir vorstellen, dass die Akkulaufzeit vielleicht sogar besser ist als bei den anderen beiden. Und ja, weil du eben das Design so angesprochen hast, klar, das ist jetzt wieder diese Farbversion so, aber jetzt mit diesem Hochglanzrahmen, der fast aussieht wie so ein Goldbahn irgendwie, muss ich sagen, finde ich das Ding zumindest mal deutlich spannender als das normale Z5, was wir ja in diesem Graphit hatten. Das sah natürlich auch gut aus, aber wie er schon sagte, das Design ist irgendwie mittlerweile ausgelutscht. Extra neuer Fanboy. Also er war ja bis letztes Jahr so ein unglaublicher Apple-Fanboy. Das wechselt heißt, momentan monatlich. Sein iPhone hat er tatsächlich abends in den Schlaf gestreichelt. Dann kam endlich mal ein geiles Samsung, das ihn auch überzeugt hat. Wieder. Ich war ja lang Samsung-Fan beim Galaxy S2, S3, aber dann... Und jetzt haben wir ihn bei... Nein, wirklich nicht. Also ich finde es jetzt optisch ganz schön, aber da muss schon mehr kommen, wie du schon gesagt hast, mit Kamera und was weiß ich was. Aber es ist ein interessantes Smartphone, bin ich schon ziemlich gespannt so. Ja, wie gesagt, das waren schon die Themen, wie auch immer. Vielleicht ist es jetzt doch wieder irre lang geworden. Ich weiß ja nicht, was die Labertasche wieder erzählt hat, wenn der mal so im Laberflash ist. Waren ein paar ganz interessante Themen. Wir werden jetzt die Lumias ausführlicher testen, das Z5 Premium ausführlicher testen. Wir werden schauen, dass wir das LG V10 und das BlackBerry Priv in den nächsten Tagen irgendwie in die Hand bekommen, sage ich jetzt einmal mal, oder in den nächsten Wochen. Und dann gibt es den nächsten Sparmac-Talk wieder im neuen Jahr 2016 mit unserem geliebten Technik-Faultier, sofern er denn wieder zurückkommt, wenn er sich nicht entscheidet, irgendwie jetzt doch ein Wahl-Ami zu werden. Man weiß es nicht, ich glaube, es gefällt ihm ganz gut da drüben. Vielen Dank an euch fürs Zuschauen. Wir hoffen wieder, es hat euch gefallen, oder? Ja, du hast dich heute echt ganz gut geschlagen, mein Lieber. Endlich mal, ich war heute so aufgeregt. Ja, eben, wenn das Technik-Faultier mal nicht da ist, dann stehst du mehr im Mittelpunkt. Das war auch mal schön. Ja, perfekt. In diesem Sinne, vielen Dank an euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns nächstes Mal wieder. Ciao.